Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit meinen lieben Mitspielern, dem guten Hawk. Hallo. Dragner. Servus. Und Sheena. Hallo. Auch beide gut, habe ich ganz vergessen. Radu leider auch in dieser Folge noch nicht wieder mit dabei, ist noch die gleiche Aufnahmesession. Beim nächsten Mal sicher wieder. Yay. Vor lauter Begrüßung schockt bin ich erstmal vor meinem Aussichtsturm runtergehüpft gewesen. Ihr habt euch halt einen schönen Aussichtsturm gebaut? Habt ihr sonstiges? Ja. Das erste, was gebaut wird. Ich finde Aussichtstürme tatsächlich unglaublich hilfreich. Entweder ich verstehe es gerade noch nicht, Hawk, bei dem letzten Kraftwerk, das leuchtet hinten, das Stromteil leuchtet grau. Grau? Also nicht grün, nicht rot, sondern grau. Aber es ist angeschlossen hier am Strom. Ich mache das Stromkabel nochmal neu aus, aber... Okay. Also das Wichtige ist, ich darf keine weiteren Biokraftwerke momentan abreißen. Sonst haben wir, wenn alles laufen würde, auf einmal zu wenig Strom. Ah, ich habe schon welche. Das heißt, wir brauchen noch mehr Kraftwerke oder was? Ja. Eigentlich schon, ne? Also wie gesagt, die laufen noch nicht alle. Die sind hier noch am Anlaufen. Ja. Die müssen erstmal alle Kohle haben. Ja, weil ein Biokraftwerk macht halt 30 Megawatt. Ja, ein Kohle macht 75, ja. Also... Kohle kommt jetzt an, jetzt definitiv. Also ich hab's jetzt gefickt hier. Und das letzte noch nicht, da bin ich noch bei, warte. Also es laufen jetzt gerade 4. Ja, und das 5. dürfte jetzt anlaufen gerade. Ja, läuft auch. 5 ist auch grün. Nur das letzte hier, schaut, das leuchtet nicht mal rot. Ja, Moment. So, Kohle kommt jetzt. Wie sieht's mit Wasser aus? Wir könnten... Der ist voll. Noch... Wasser ist voll. Ich glaube, ich habe wieder einen Anzeigefehler. Der zeigt mir die Kohle hier nicht an. Oder ja, die rutscht nicht durch. Nee, die rutscht wieder nicht durch. Sonst müsste die vielleicht vorher durch so ein Schmiermittelmaschine laufen lassen. Ja, könnte auch sein. Ja. Dann flutscht das wieder, ja. So, jetzt was rein. Ja, nicht, dass der Splitter vielleicht falsch gesessen war. Oh, komm. Ich hasse es, die Teile da oben hinzusetzen. Aber mir zeigt er wieder, ich habe wieder einen Anzeigebug auf jeden Fall, mir zeigt er wieder kaum Kohle an. Jetzt läuft's, okay, jetzt läuft's. Ja, ist das durchgegangen? Also, ja, komm. Ja, er ist auch grün. Super. Ja, die müssen jetzt halt alle nur vorlaufen, dann geht er ruckzuck. Ja. Wir schmeißen mal ein bisschen Kohle rein, ich habe noch was im Inventar. Okay, jetzt hätten wir auf jeden Fall 450 und 250 bräuchte man momentan. Boah, dann lübt das doch wohl, denke ich. Oh, schief. Schief, buh. Also ich hätte jetzt noch Zeug für 6 weitere Generatoren. Für 6? Ja. Haben wir noch genug Beton? Beton habe ich... Ich habe auch noch was. Ja, ich kann ja hier mal erweitern. Und Beton habe ich noch 1500, wenn es wäre. Wir können dann ja ab hier... Warte mal, kannst du hier schon einen hinsetzen, hier wo ich stehe? Lass mal einfach da den Bogen aus. Hast du das schon? Du musst halt am besten so gucken, dass es hier gegenüber von den Dings dann immer ist, ne? Boden ist zu steil, was? Achso, ja, wegen dem Bogen wahrscheinlich, ja. Ja, der Bogen ist im Weg. Du bist weiter an links. Oh, warte mal. Setz den mal... Am besten... Warte, ich kann ihn... Warte, ich kann ihn... Ich will nur mal ganz kurz schauen, ist der jetzt gegenüber? Nee, der ist nicht gegenüber. Nee, absolut nicht. Nee, okay. Also der nächste, der müsste dann einfach mal... Ja. Easy. Ich habe kein Material mehr. Ja, warte. Kannst du mit STRG, glaube ich. Wenn du STRG drückst, dann kriegst du ja die Linie angezeigt, meine ich, ne? Ja, das Problem ist, ich krieg gerade mehrere Linien angezeigt, weil...
Je nachdem. Ja, warte mal, warte mal, ich mach das anders. Ich setze hier mal einfach so, just for fun, hier so ein Rohr hin, dann weißt du ungefähr, wo der Rohranschluss ist. Ah, ne, warte mal, der Rohranschluss muss dann da neben hin. Fuck. Ah, easy, warte, ich kann. Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Okay, jetzt hängt er halt hinten ein bisschen in der Luft. Ah ne, okay, er muss eins rüber, er muss noch eins rüber. Ich wollte sagen, ist noch nicht genau gegenüber, ne? Ne, er muss eins rüber. Nach rechts. Aber der hat mir jetzt die Linie angezeigt, deswegen. Okay, wahrscheinlich dann irgendwie von dem Splitter, der hier oben sitzt oder so. Ne, warte nach links. Nochmal wieder links. Noch rein. Okay, ich will nach hinten eigentlich. So, oder? Also jetzt habe ich die Linie. Ja, ja, also passt. Boah. So ist genau gegenüber. So, ja. Ja. Aber es sind halt, jetzt ist halt trotzdem, die Anschlüsse sind halt versetzt. Ja, das ist richtig. Du kannst ja einfach hier einen Splitter daneben setzen. Wenn ich mal 3 Jahre hätte. Kurbel, das Förderband ist zu eng. Was? Geht doch. Also du müsstest halt das Ding ersetzen, aber es geht doch. Ach so, willst du das mal? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was du gemeint hast, aber... Kannst du das Wasser durchziehen? Weil wir können natürlich hier einfach nochmal Dinger dazwischen setzen. Nee, geht ja. Passt. Aber haargenau. Oh nein, 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 nein! Oh Gott, was hast du? Idiotenalarm, ey. Wolf hat sich gerade ein Foto von Rados Mutter angeguckt. Schena. Der war. Nee, das passt wieder nicht. Ne, ist okay. Der Schäner ist ja ein kleiner. Weißt du, da kommt dann so einer aus dem Büsch gekrochen, hey. Unglaublich. Aber er war leider gut, Schäner. Er war leider gut. Wenigstens einmal in 9 Sitzungen, ja? Oder 9 Folgen. Aber ist ja bei mir genauso immer. Wenn ich versuche, Mutterwitze zu machen, um Rado zu kontern, ich versage ja grundsätzlich da immer, deswegen. Ich ran. So, und der Stromkapazität liegt jetzt bei 700 Megawatt. Sehr schön. Das sollte aber eine Weile reichen. Was war der Peak? 440, also über 450 so im Dreh. Ja, dann haben wir ja noch, dann kann ich die Schmelzerei, die Gießerei anschließen. Ja, ja, können wir hier den Stein irgendwie wegmachen? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Welchen Stein? Mit Sprengstoff. Ich glaube nicht. Ja, aber nur bestimmte Felsen ließen sich springen, ne? Also ich glaube, wir werden das hier wahrscheinlich definitiv noch umbauen müssen, irgendwann auf Dauer. Das ist auch schon immer geil. Hier ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk reingenommen. Also, es würde hier noch ein Generator würde hier noch hinpassen. Also wenn man dann nicht mehr auf das genau gegenüber achtet. Ja, es geht halt auch um die Anschlüsse, ne? Wenn er bei den Anschlüssen einigermaßen so passt, dann ist eigentlich egal. Blöde Keiler. Das wird so nicht gehen wahrscheinlich. Also ich könnte auch noch eins nach rechts gehen mit dem Generator. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber so kriegen wir halt noch einen zweiten sogar daneben, gell? Ja. Das soll doch kein Problem sein, 50 Megawatt. Hast du die Kettensäge? Nee, die hattest du doch. Ach ne, die ist ja noch an den Dings drin, ja, okay. Ja, weil du die eh haben wolltest, könntest du dann mal die Büsche hier wegmachen. Ja. Säge.
Oh, ich will nicht mehr. Jetzt weißt du, warum ich immer ganz simpel und effektiv baue, weil für kreativen Kack, wo ich dann immer dran verzweifle. Habe ich bei dir was in der Hand? Ein Schwert jetzt gerade. Jetzt die Kettensäge. Okay, ich habe keine Animation und nix. Ja, du leckst auch wie Sau. Einmal wegpacken, wieder neu ausrüsten. Habe ich schon gemacht. Gerade gemacht. Sonst, ich connecte nochmal neu. Ja, geht auch so tatsächlich. Ich hab den Kohlegenerator auch so hinbauen können. Okay. Ah, jetzt ist halt zu weit vorne. Nee, okay. Noch ein neuer Versuch. Jetzt hat. Boah, das ist ein steiles Ding. Ja, weil mehr kriegen wir jetzt eh nicht hin. Also die Pflanzen können auch da lassen, weil mehr geht eh nicht. Man könnte es halt doch noch viel kleiner bauen eigentlich, wenn man es jetzt so sieht. Oh mein Gott, ey. Zuschauer muss mich auch für bekloppt halten. Also ich empfehle euch die letzten zwei Folgen. Ich hab da hoffentlich bei Dragner geguckt oder bei China. Weil, was ich hier gerade fabriziere, ist nun wirklich nicht besonders elegant, um es mal vorsichtig auszudrücken. Du, Wolf, du vergisst, dass die meisten Leute von dir RimWorld kennen, also mit unelegant kennt man sich aus bei dir. Ja, also da würde ich jetzt aber, also ich finde ja, also. Ich habe mich in RimWorld sicherlich auch hier und da mal verzettelt, aber nicht so, wie ich das gerade hier mache. Ach, es ist so schön, dich zu provozieren. Ich weiß ja. Vor allem das Lustige ist ja, dass da ich so viele Sachen in RimWorld genauso baue wie du, weil ich ja von dir gelernt habe, gell? Ja, siehst du. Dann kannst du so schlecht nie sein, ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich gut baue, deswegen. So, jetzt nochmal ganz viel Gehirnschmalz. Der letztmögliche Anschluss, der ist hier, sonst klippt das in die Wand rein. Also machen wir den hier hin. Die Maschine kommt dann direkt davor. So, jetzt müsste eigentlich alles laufen. Kein Eisen jetzt mal in der Nähe raus, was wir eh schon besetzt haben. Testen, ob das direkt verbindet. Ja, tut's. Sieht aber scheiße aus. Warum sieht das scheiße aus? Warum geht das nicht näher dran? Der letzte Generator läuft hier nicht, aber wahrscheinlich liegt's wieder an der Kohle. Ja, jetzt wird natürlich die Kohle vorne gesplittert zweimal. Also ganz hinten jetzt quasi. Das ist ja auch falsch. Ach so, ja gut. Das ist ja nicht so total. Haben wir jetzt sogar noch genug Kohle? Wir haben, das waren jetzt 15 pro Minute, ne? Ja. Ach so, 15. Wir haben gesagt 8, glaube ich. Ja, dann haben wir jetzt auch 2 zu viel. Och, Menno, Spiel. Besser. Aber wir könnten ja einfach noch eine Kohle anschließen oder Schnecken reinhauen. 3 Folgen, 2 Abstürze. Das geht so nicht. Schon wieder, China? Oh ja. Mensch, ey, das tut mir echt leid. Ich hoffe, da war jetzt nicht wirklich ein Monster hinter dem, was ich da eben gehört habe, weil dann schubst mich das Ding von der Klippe runter. Dann lande ich dir fast vor den Füßen. Also ich hätte sonst erstmal gesagt, lass uns doch die ersten beiden hier vorne wieder abreißen. Dann haben wir 8 Stück. Und dann sieht das auch nicht mehr so ja, hässlich aus mit dem Bogen da, weißt du? Reiß doch nur die Förderbänder oder was ab. Vom Wasser her ist es egal. Oder du lässt das einfach laufen, weil es eigentlich eh vollkommen egal ist.
Also es macht jetzt überhaupt keinen Unterschied, oder? Frage nicht. Ich mache mal bei den hintersten beiden die Förderbänder eben auf dem Feld. Oder so, ja. Fixe Tipp Nummer 13, dein Spaß ist defekt. Schau mal. Das Problem ist, also wir würden genügend fördern. Guck mal, die Förderbänder staunen sich halt wie Sau. Ja, ja, klar. Ja, ihr habt da hinten noch Eisen. Also, nee, ihr könntet Stahl produzieren. Nee, mir geht's eher darum, wir hätten genügend Kohle, wenn wir das hier ein bisschen besser organisieren würden, vermutlich. Weil schau, genau da, wo du bist, Hawk, wenn wir das vielleicht auch noch alles, naja, aber noch alles austauschen, bringt auch nichts. Ja, die laufen erstmal noch voll, ne? Du siehst ja, die Esse ist jetzt mittlerweile vollgelaufen. So, das heißt, es geht mehr Material in rechts rein. Mhm. Den haben wir gerade gebaut, so, der ist jetzt, glaube ich, auch voll, so wie ich sehe. Ja, der ist jetzt auch vollgelaufen, also es füllt sich, also es dauert halt ein bisschen. Aber dann kann man die letzten beiden irgendwann doch anschließen. Weil Kohle mehr als genügend da ist. Ja, kommt drauf an, wenn wir nachher wieder, sagen wir mal, volle Last auf Strom fahren, dann nicht, weil dann nicht in der Kohle, wie wir sie brauchen. Ne? Also ich würde sie erstmal so lassen, weil du kannst sowieso nicht mehr produzieren, wie von den Angaben her passt. Das stimmt. So wie wir es jetzt haben, 8 Kraftwerke mit jeweils 120 pro Minute an Kohle passt. So, Schena, was brauchen wir denn für Stahl? Eisen und Kohle. Ihr habt ein reines Eisenvorkommen bei euch in der Nähe. Alle anderen Eisenvorkommen haben wir schon angezapft, oder fast alle. Also ich komme jetzt erstmal zurück zu Base. Welches Stromkabel muss ich jetzt hier dran stecken? Na, ich sehe das Eisen. Ist vor allem ein reines Vorkommen. Da ist eine Kiste gelandet. Ja, die Frage ist halt, ob wir das jetzt wirklich hier machen wollen, weil der Wolf mit seinen ganzen Schmelz- und Produktions- und Hütten und Städten und Fabriken und was weiß ich was alles. Ja, ich habe eben mal alle übrigen Biokraftwerke abgeklemmt, beziehungsweise aufgelöst. Sieht schon etwas knapper aus. Echt? Ja, eben waren wir bei 565, da liefen vermutlich ein bisschen mehr Kraftwerke. Ja, ja, die hinteren, die laufen noch nicht an. Da ist noch 1-2 auf Rot, weil da die Kohle, die kommt noch nicht so ganz nach. Und da ist ein bisschen Treibstoff im Hub drin, der produziert auch noch mit. Aber die Biokraftwerke sind alle weg. Gebt den Kohlekraftwerken ein bisschen Zeit, dann laufen die nachher alle durch. Also es müsste jetzt 600 ungefähr sein, die wir hier hinten produzieren. Oh, kannst du ausrechnen, ne? 6 mal 75? Ne, 8. 8. 8 mal 75. Bin ich jetzt so schlecht in Mathe? Ne, es sind doch 600, oder? Aber die Kapazität geht hier, die schwankt hier zwischen 565 und, oder hier 490 und 600 irgendwas. Also vermutlich, dass immer mal wieder ein Kraftwerk wahrscheinlich ausgeht und so, aber das ist ja nicht das Problem. Ja, es wird sich hoffentlich ein bisschen einpegeln. Ja. Also ich pegel mich ja ein. Hä? Wo ist denn der gute Wolf so leise, so ruhig? So. Der weint anscheinend vor sich hin. Bin im Konzentrationsmodus. Ja. So. Also Startpunktion brauchen wir auf alle Fälle. Sonst kommen wir nicht weiter. Hypertubes ist nicht ohne Stahlproduktion. Ist sicher bei uns Stahlbeton. Ja, die Frage war jetzt eigentlich bloß eben Stahl hier produzieren oder Stahl halt bei euch produzieren. Also hinliefern zu euch müssen wir so oder so irgendwie.
Ja, auf lange Sicht wollen wir vermutlich die Verarbeitung ja dann auch in so einer großen Halle haben. Ja. Das sind eher die Farben, wo da hinten eine Halle aufbauen oder direkt hier. Deswegen meine ich ja, also wir können... Die Frage ist, wie wir es transportieren über... Also ich bin ja bei sowas immer ein Freund von LKWs oder später von Zügen, aber ich glaube, dafür ist die Streckenführung zu beschissen. Da müsste man quasi eine Straße... Ja, die Landschaft ist sehr bescheiden. Ja, da müsste man eine Straße bauen. Am besten über alles drüber. Oder deswegen halt mit Förderbändern. Aber Förderbändern, die laufen halt ewig, gell? Ich meine, das ist nicht das Problem. Könnte man machen. Im Endeffekt könnte man Förderband von euch aus gesehen einfach direkt nach Süden führen. Dann müsste man uns irgendwie da hochkommen. Ja, Förderband ist das kleinste Problem. Das kriegt man hin. Weil die drei Kohlevorkommen, wenn es wirklich drei sind, ich habe jetzt bloß zwei gesehen, die sind oben auf dem Berg. Das ist optisch eine richtig schöne Angelegenheit, da oben mit zwei Kratern oder so und einem Wasserfall. Ach, da oben. Ach du Scheiße. Könnte man das Erz halt direkt dorthin führen, erstmal vorläufig dort die Stahlproduktion aufbauen. Oder die Kohle irgendwie runterführen. Nee. Also wenn, dann würde ich die Stahlproduktion... Ach, scheiße, jetzt bin ich runtergefahren. Die Stahlproduktion... Also dann würden wir die Stahlproduktion erst wegführen von uns und dann müssten wir es irgendwann wieder zurückführen. Also wenn, würde ich die Kohle eher zum reinen Eisenerz bringen. Ja, ist halt im Endeffekt auf Dauer die Frage, ob wir das die Kohlevorkommen bei euch da oben nur für die Stromerzeugung lassen wollen. Oder ob wir da was abzweigen direkt und darum die Stahlproduktion erstmal zumindest provisorisch machen. Dafür nutzen. Weil die anderen Eisenvorkommen, die sind alle für die restliche Produktion momentan verbaut. Ja. Also, wir haben noch andere, aber die sind ungefähr genauso weit weg wie ihr. Also das ist... Ob's viel gesprungen. Oh nein, jetzt sag mir nicht, dass das zu eng ist, ey. Ich kriege hier noch die Putzkraft. Lächter, das läuft schon richtig gut bei dir, wa? Warum ist er da? Ist doch jetzt ein Fusionator, ein Splitter. Wieso nimmt der da den Anschluss nicht richtig, ey? Ach so. Nee, ist falsch. Moment, wieso ist denn da der Ausgang? Manchmal wüsste ich gerne, was beim Wolf im Kopf los ist. Oh, ja, nicht viel. Was hast du gesagt? Das ist der Ausgang, oder nicht? Das ist der Eingang. Nee, passt doch. Eingang. Was zur Hölle ist hier los, ey? Ich mach's jetzt so. Und so, dann passt das oben schon mal. Und jetzt gucken wir, dass wir es unten passend kriegen. Es geht doch. Es geht doch. Oh mein Gott. Hast es. Das war vielleicht ein Akt, sag ich dir. Was keine Ahnung, mit was für Problemen ich hier zu kämpfen hatte. Und wenn wir das jetzt als Blueprint machen würden, dann würdest du einfach bloß hier so zwei Platten legen, mit dem Ganzen schon fertig montiert. Ich habe das extra jetzt so schmal, so eng wie möglich gebaut. Ja. Und das sind jetzt vier Platten. Und das vier Platten ist halt die Breite von dem Blueprint-Dings auch. Das, ne, nur auf mehrere Ebenen muss das dann noch, aber das ist dann ja auch kein Problem. So, man kann überall durchlaufen am Ende auch. Ja, hier könnte es ein bisschen eng werden mit der Wand, aber... Oh, das ist schön, der Smelter 700. Wie bitte? Guck mal her. Ja. Siehst du den Text hier? Ah ja! Smelter 700. Ja, sehr schön. Manchmal fallen gut, durch solche Details auf. Keine Ahnung, wie oft ich an den Dinger schon vorbeigelaufen bin, ohne das zu sehen. Was kann ich denn jetzt mit diesen komischen Fixit-Geschenken machen? Solange wir nicht die entsprechenden Sachen haben, ich glaube, wir haben sie eigentlich schon, könnten wir das nächste bauen. Die Gießerei. Und da halt die nächsten Sachen. Die Gießerei können wir ja schon bauen.
Dafür baue ich also immer ich so extra noch kleine mal Dinge auf, die bloß dafür da sind momentan. Und das bringt uns ich weiß jetzt nicht, ob Shane, ob du das meintest. Ich habe hier nochmal ein reines Kohlevorkommen. Direkt über einem Wasserfall. Da, wo, genau da, wo ich jetzt auf der Karte bin. Ah ne, du hast hier drüber nochmal Nee, das halte ich. Das wird mir gar nicht angezeigt mit dem Scanner. Das habe ich nämlich gerade erst. Das habe ich gerade erst scannt. Ja, wenn du halt von unserer Basis aus direkt östlich guckst. Ja, ich, aber ich suche ja, ich suche ja hier gerade. Ja, benutzt den Scanner. V. V. Das Vogel V. Die werden jetzt sogar auf der Karte dann angezeigt. So, was soll ich jetzt machen? Gießerei. Das ist, glaube ich, was Größer. Ich will eigentlich nur wissen, ob hier noch mehr Kohle ist. Aber er sagt mir sonst nichts. Wir haben hier noch, genau, reines Rohquarz. Das hast du schon. Also ist es nur dieses eine Kohlevorkommen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, gell? Produziert rein mehr als ein normales, ja? Ja, doppelte. Da kriegst du 120 statt 60 raus mit dem ersten Miner. Ja, weil das würde hier relativ gut liegen. Das könnte man halt dann auch. Ah, so, oh Gott. Bin zu blöd dafür. Das könnte man hier halt auch gut wegtransportieren. Egal ob mit Förderbänder oder sonst was. Wie kann ich das Ding benennen? Oh, sag mal, diese Viecher nerven mich hier gerade. Hast du Kartenmarkierung genutzt oder? Ah ne, habe ich nicht, okay. Ja. Also wenn du bloß hier unten Dinger nimmst, ja, Stempel, ja, okay, dann kann man da anscheinend nichts machen. Oh. Der snappt da wieder nicht. Jetzt? Ich habe das falsche Zeichen jetzt aus irgendeinem Grund. Ich konnte das nicht ändern, aber. Oder ich war zu doof. Keine Ahnung. Was zur Hölle? Aber wir sind eh schon wieder bei 28 Minuten. Das sollten wir uns vielleicht das nächste Mal einfach überlegen. Wohin mit der Kohle? Also wo wir jetzt genau produzieren. Hier hinten ist noch mal was, okay, und das geht dann quasi in unsere Richtung. Wasser gleich Kupferblech. Motoren aus Schrauben und Kupferblech. Turbodraht aus Cadmiumbarren und Kupferbarren. Okay, ne? Ja! Guck mir mal den Bums an, den du hier verzapfst. Wieso habe ich Leck? Ja, das leckt gerade wie die Hulle. Leckt wie Sau. Hawk fabriziert die Lecks. Ich bin der Leck. Du bist der Leck.
Die haben wir aber nicht eingeladen. Ach, der Schmelzhalle. Ja, das ist nur die erste Etage, ne? Hier ist Eisen geplant jetzt. Deswegen, also Blueprint ist schon echt praktisch. Aber Leute, ihr wisst ja, ich baue auch nach der Folge oder bis zum nächsten Aufnahmesession noch ein bisschen weiter. Also ihr müsst jetzt nicht jede Etage euch angucken. Ich halte es ja selbst schwer aus gerade. Ah, okay. Den Berg rauf kann man aber nicht fahren mit dem Strom, was du meinst, Jena. Also da, wo die Kohle oben ist. Es ist zu steil dann. Das kann durchaus sein. Runter bin ich gekommen, aber auch mit sehr viel Glück. Rauf geht angeblich auch. Ich habe doch jetzt die Patch Notes irgendwie gesehen, dass man jetzt auch schnell hochfahren kann. Ja, wenn du dir anguckst, was ich da gebaut habe für eine steile Angelegenheit. Die ist wirklich grenzwertig. Also hier komme ich nicht rauf. Das muss man von dir aus auch sehen können. Ja, also man kann sehen, wo die beiden Pfeiler sind. Ach da. Ach, da das Ding hier. Ja, okay. Obwohl. Ach da, ja, ja. Ich sehe schon. Nee, das dürfte schwierig sein. Ja. Aber da oben ist dann halt, sind drei Kohlevorkommen. Da müssten drei sein. Das war schon irgendwie Glück, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen war. Ich könnte ja vielleicht eine Platte reinbauen, damit ich da noch einen Pfosten einstecken kann. Hier wäre auch noch Kalkstein. Was ist denn Kalkstein? Beton. Nein, bitte nicht. Ihm tu das nicht. Oh, geht das wieder los. Ja. Guck in Folge 3. Ich poste dir dann Wikipedia-Eintrag. Hat Rado doch schon gemacht. Ich weiß Bescheid. Da oben kommt man nicht hoch jetzt, oder was? Also man konnte da außen definitiv außen rum. Weil du da schon Strommesse überall hingebaut hast, da, ne? Ja, ich bin außen rum. Dachte mir, warte mal, das ist der kürzeste Weg Richtung unseres Lagers. Ich habe da nämlich noch eine Festplatte gefunden, die 50 Megawatt brauchte. Also noch weiter Grund, da Stromanbindung schon oben zu haben. Dem Strom ist das ja egal. Möglicherweise. Ich weiß übrigens, wo ein bisschen Leck herkommen könnte, Wolf. Erzähl. Irgendjemand hat die Taschenlampe an. Kommt doch kein Leck her, aber ich kann hier unten echt nicht sehen, wenn ich keine Annahme. Wie macht man denn die Taschenlampe an? B. Ah, ich hatte sie an, ja. Ja, ich auch. Nein, jetzt will ich runterfallen. Oh. Aber ist sonst auch echt düster hier unten im Doppelboden. Wir sind übrigens bei 33 Minuten. Ja, komm, ich mach Feierabend jetzt. Also, seid ihr alle bereit, Leute? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.